Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 25. Oktober und am 25. Oktober hat mal wieder jemand Geburtstag, der ganz, ganz bekannt ist. Ist es wahr? Ja, ist es. Ja, und das heutige Geburtstagskind ist Fabian Hambüchen. Ja, hier so. Der kleine Mann mit Riesenmuskeln. Ja, der ist echt so mini. Der, gell? Ist, mini. Der ist sogar kleiner als du. Mini, mini. Ach, wer größer ist als ich, der prahlt. Ja? Nee, also der ist ja richtig gut. Der deutscher Kunstturner und wurde Weltmeister, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Weltmeister 2007 am REC, sowie 2008 hat er Bronze bekommen und 2012 und 2016 Gold bei Olympischen Spielen gewonnen. Mensch, sag ich dir. Also, Respekt. Der hat ein bisschen was gewonnen, ne? Der ist. Ja. Und der ist 1987 ist er geboren. Aber am 25. Oktober ist auch noch was passiert. Und das war gar nicht so lustig. Nicht so erfreulich. Ja, die Bild-Zeitung veröffentlichte ein Bild, und zwar von deutschen Soldaten in Afghanistan. Die Jungs haben da mit bekloppterweise mit Totenschädeln posiert, ja, auf irgendwelchen Bildern. Die Bilder sind 2006 am 25. Oktober veröffentlicht worden, wurden aber schon 2003 geknipst. Also bis sie ans Licht der Öffentlichkeit kamen, hat es eine Zeit lang gedauert. Ja, zum Fremdschämen, also einfach nur Kopfschütteln. Ja, ja, also es, tut man nicht. Macht tut man nicht, tut man nicht. Aber passend dazu, weil man halt natürlich auch ein bisschen dämlich sein muss, ist der Weltnudeltag. Ja, wenn man nur Nudeln im Kopf hat, ist man nicht mehr so schlau. Ja. Aber der Weltnudeltag ist heute am 25. Oktober. Isst du gerne Nudeln? Endlich. Endlich. Weltnudeltag. Ja. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Nudeln und bunte Nudeln und was weiß ich. Es ist ja der Hammer. Ja, ich kenne halt im Prinzip Spaghetti, Cannelloni, Lasagne, Calzone ist Pizza. Das war's. Ravioli. Ravioli ist auch eine Nudel. Was kennst du noch? Macaroni. Was kennst du noch? Tagliatelle. Okay. Also, Mensch, stimmt, ja. Fusilli. Wie? Fusilli. Fusilli, was ist Fusilli? Ah, diese Schmetterlinge. Hm, genau, was gibt's noch? Muss ich jetzt überlegen, was gibt's noch? Ja, du hast ja schon ungefähr 25 gesagt. Ach, ich kenne noch mehr. Bestimmt. Ich glaube, warum ich so aussehe wie so. Ja, heute Weltnudeltag. Esst mehr Nudeln, Leute. Heute auf jeden Fall und trinkt auch ein Bierchen. Am 25. Oktober ist aber auch etwas gewesen, was weltbewegend war. Microsoft hat XP rausgebracht. Boah, in welchem Jahr war das? Und das war 2001. 2001 hat Microsoft XP rausgebracht. Also ich muss sagen, das war für mich das Beste von all diesen Windows-Programmen. Damit kam ich zurecht. Das hatte ich auch wirklich sehr lang. Mein Schwager, der mir den Computerkram alles zu Hause macht, der hat mich gefragt, was ist bei dir los? Ja? Hast du eine Kurbel an deinem Rechner? Ich wollte mich davon nicht verabschieden. Also du fandst XP gut? Ja, fand ich richtig gut. Ja. Das war 2001, am 25. Oktober rausgekommen. Über den 25. Oktober haben wir jetzt ganz viel gelernt und ihr könnt dieses Angeberwissen mit nach Hause nehmen und könnt selbst mal ein bisschen angeben und so tun, als wenn ihr es einfach wüsstet. Ne? Ja. Ihr könnt es auch liken und abonnieren. Ja, macht das und wir sehen uns morgen wieder am 25. Oktober. Quatsch, das ist ja heute. Am 26. Oktober. Cheerio, Miss Sophie. Haut rein.